Hey Leute, in diesem Cinema 4D Tutorial zeige ich euch, wie man aus MoGraph in Cinema 4D so ein brillantes Augenfutter hinbekommt. Viel Spaß! Erstmal vorneweg gesagt, ich werde hier jetzt kein so großes Modell nachbauen, da das sehr viel Renderzeit in Anspruch genommen hat. Wer es wissen will, ungefähr 40 Minuten bei einem i7 Prozessor. Da könnt ihr euch ja schon denken, was es bei einem anderen Prozessor für Auswirkungen haben kann. Okay, nichtsdestotrotz fangen wir an. Ein Grundobjekt zu erstellen. Vorhin habe ich den Würfel genommen. Jetzt können wir mal einen Zylinder nehmen zur Abwechslung. Den skalieren wir noch entsprechend kleiner auf 20 und hier auf 50. Ja, das wird unser Grundobjekt sein. Jetzt noch eine Ablagefläche. Vorhin hatte ich den Zylinder als Ablagefläche. Jetzt zum Beispiel mal die Scheibe. Die setzen wir erstmal weiter runter, weil wir das Objekt hier noch klonen. Aber erstmal skalieren wir das hier größer. Das mache ich am besten hier. Radius außen. Ungefähr 500. Gerader Wert. Gut. Jetzt erstellen wir ein Klonobjekt unter MoGraph. Klonobjekt. Und ziehen den Zylinder unter das Klonobjekt. Jetzt wurde er geklont. Jetzt klicken wir hier auf das Klonobjekt, wählen hier bei Modus auf Gitter und jetzt gucken wir mal, wie wir die Anzahl einstellen können. Erstmal auf 5, überall. Gut. Und die Entfernung kann man hier jetzt auch noch gut bestimmen. Ungefähr so. Hier ein bisschen größer. Und so, dass die ganz nah aneinander liegen. Jetzt nochmal geguckt, wie die Scheibe hier ist. Also hier die Scheibe. Und wir setzen die hier so weit runter, bis die unter den Würfeln liegt. So ist gut. So, jetzt haben wir hier schon mal das Grundobjekt erstellt. Aber wenn man hier jetzt auf Rendern drückt, passiert noch gar nichts. Das wollen wir ändern. Jetzt gehen wir auf Klon, also wir wählen alles an am besten. Alles anwählen, einfach auf 1 drücken, dann Umschalttaste gedrückt halten und auf Scheibe, also in dem Fall jetzt Scheibe klicken, dass alles markiert ist. Rechte Maustaste, MoGraph, das ist MoGraph 2, das ist neu bei Cinema 4D 11.5 und Rigid Body. So, was der jetzt gemacht hat, das ist ganz einfach, das war's hier, genau das hier hat er gemacht. Er hat jetzt einfach ein Dynamic Tag reingebracht, dass sich hier alles bewegt. Und durch das Klonobjekt machen die sich hier selbstständig, weil die Scheibe hat ja denselben Tag drauf, aber sie bewegt sich nicht. Es ist hier halt beim Klonobjekt anders. Würde man es auch nur auf den Zylinder was drauf machen, würde das auch nicht damit reagieren, also mit der Physik. Gut. Hier machten sie sich ja schon mal richtig selbstständig, deswegen bräuchte man hier jetzt aber keine Kugel mehr, die die anstummt, aber nichtsdestotrotz, wie schon mal gesagt, erstelle ich hier mal noch eine Kugel, nur um zu demonstrieren, was man alles machen kann, noch skalieren und eine kleine Animation reinbringen. Das machen wir hier. Na nur, jetzt habe ich zu weit rausgezoomt. Okay, hier haben wir es. Einmal bei 0 ein Frame hinzugefügt und dann hier hingezogen. Aber erstmal, das war mein Fehler, erstmal hier auf ungefähr 100 gehen. Kommen auf 50 und wir ziehen es dann dadurch. Und noch ein Keyframe. Schon haben wir hier eine schöne Animation erstellt. Jetzt passiert hier aber dennoch nicht viel. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, was man hier machen muss. Ist ja ganz einfach. Einfach hier auch ein MoGraph Rigid Body hinzufügen.
Und schon kann man sehen, wie die hier sich als Kollision behandeln. Hier nochmal abgespielt. Ja, das war's schon so fast. Jetzt nochmals Demonstration, ein paar Materialien. Die Kugel hatte ich mit einer Spiegelung, einer roten Spiegelung. Das auch rot. Die Spiegelung aber nur auf ungefähr 80%. Also die Helligkeit von der Spiegelung. Dann ziehen wir hier das Material da drauf. Der Zylinder kann hier jetzt mal ein Grün bekommen, dass es so aussieht wie ein Giftfass. So ungefähr. Jetzt habe ich es aber auf die Spiegelung angepasst, müssen aber auf die Farbe das anpassen. Zylinder. Und noch ein Material für die Scheibe. Da hatte ich eine Holztextur angewendet, die finden wir hier unter Oberflächen. Und dann auf Holz. Und einfach draufgezogen. So, für den Hintergrund hatte ich eine Kugel verwendet. Hört sich zwar erstmal schräg an, aber wenn man die Kugel ganz groß skaliert, sieht es so aus, als ob das ein unendlicher Himmel wäre. Jetzt befinden wir hier uns in der Kugel. Und jetzt hat man hier überall die Textur. Da habe ich einen Verlauf drauf angewendet. Den finden wir nicht unter der Farbe, sondern hier. Farbverlauf. Klicken da drauf einmal. Hier auf dieses kleine Schwarze. Wählen die Farbe aus. Ich hatte blau, so ein bisschen hellblau bis mittleres Blau verwendet. So ungefähr. Und auf die Kugel 1 angewendet. Und man sieht hier, wie das jetzt aussieht. Jetzt noch hier eine Kamerafahrt animieren. Die geht man einfach auf Kamera. Dann die Sicht der Kamera. Aber erstmal hier in den Rendereinstellungen auf die Filmeinstellungen. Und zwar 720p mit 25 Frames. Und Kamera angewählt. Gut. Keyframe gesetzt. Bisschen vorgespult. Dann eine weitere Position, ungefähr mal so. Bisschen rangezoomt noch. Bisschen weiter runter. Und wieder ein Keyframe gesetzt. Jetzt haben wir hier eine Animation. Perfekt. Jetzt hier noch ein paar Einstellungen gemacht. Ich suche das hier mal unter Physik, Physics. Die anderen Namen hatte ich schon mal. AVI-Film mit einem Intel EYUV-Codec. Hier alle Bilder und schließlich auf Rendern. Und hier schließlich nochmal das fertige Video. Danke fürs Zusehen und bitte schreibt Kommentare. Davon leben schließlich unsere Videos indirekt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marvin.